Hä? Warum habe ich nach vorne einen blauen Punkt? Was zeigt denn der? Blau war doch, die waren noch die eigenen gesetzten Weg waren. Ja, ich glaube, ich, wenn ich nächste Woche dann mal streame, habe ich nächste Woche überhaupt Zeit. Wenn ich nächste Woche Zeit habe, dann streame ich, glaube ich, mal Minko eine Runde. Einfach, weiß mal, was anderes ist. Es ist zwar. Oh, da vorne sind irgendwie Schmetterlinge. Schmetterlinge. Libellen, wollte ich sagen. Aber die sind zu schnell. Wenn sie nicht an der Stelle stehen. Orange Pfeil-Libelle. Also, wie bin ich gerade bis heute ein bisschen. Hat, ob sich hier die Grafik zurückgesetzt hat? Ich bin gerade der Meinung, das sieht ein bisschen anders aus, als ich hier unter Wasser mit den Tiefen unschärfen. Oder habe ich irgendeinen Patch verpasst? Seltsam. Nein. Naja. Oh Mann, ich müsste mir eigentlich jetzt irgendwie mal was Alkoholisches eintrinken. Ich bin gerade gar nicht so in Redelaune. Das kommt erst immer so. Und ich hab da. Der Fürstenstein. Was bringt eigentlich Fürst sein? Während dein Zeichen der Fürstin steht, steckt Gesundheit und Ausdauer schneller wieder her. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Ja, weiß ich. Ja, Gesundheit und Ausdauer, Wiederherstellung ist jetzt eher nicht so meins. Einfach, weil Wiederherstellung ist halt. Ja. Hast du die Quest mit den Masken schon abgeschlossen? Es gibt eine Quest mit den Masken. Ich habe die Dinger einfach eingesammelt. Dazu gibt es eigentlich gar keine Quest. Also du hast die halt, die ganzen Masken. Alle 9 Stück oder wie viele das denn auch sind. Dann bringt man die alle nach Hause, nach Labyrinthion. Und dann klickt man auf den Knopf und dann hat man einen Nürnwurz. Oder eine ganz große Maske mit komischen Hörnern drauf, die aber eigentlich gar nicht so toll ist. Zumindest wenn man bedenkt, was es für bessere Ausrüstung geben könnte. Wo genau muss ich hier eigentlich hin? Gluck, gluck, gluck. Ja. Kann ich ein bisschen runtertauchen? Natürlich nicht. War ja klar, dass ich nicht runtertauchen kann. Wer kann das schon? Grimpf. Ja, aber ich glaube, die Höhle ist direkt hier. Oder ist die irgendwo da oben? Ne, hier. Ach, hier. Hier, hier. Mensch. Ich sehe die Höhlen mal nie so richtig kommen. Ist nur so ein bisschen Nebel im Nichts. Na. Björn, es gibt eine Quest für einen Rind, mit dem man Leichen fressen kann. Ring. Ah. Leichen fressen. Interessant, die habe ich auf jeden Fall noch nicht. Die könnten wir ja nochmal machen. Aber erstmal Unsichtbarkeit grinden wollten wir. Übrigens, da unten liegt ein, da liegt ein Siegel auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob es jeder sieht, aber da. Da ist Siegel, Siegel, Siegel. Siegel sind mal toll. Wenn man reinlatschen würde. Gerade auf Level 1 sind die echt tödlich, die Dinger. Das ist mir am Anfang echt passiert, dass ich in so ein. Eisentür. Dass ich in so ein Siegel reingelaufen bin und dann war ich halt sehr tot. Dann, was ist denn das hier überhaupt für eine Architektur? Alte Nordruine verbunden mit Höhle? Und Skeletten? Aha. Na gut, für Skeletten habe ich nicht so richtig Angst. Die sind eher so schwächer. Aber die Skelette sind doch so ziemlich das Einzige, was nicht mitlevelt. Die sind immer gleich schwach. Also die waren am Anfang ja schon schwach. Ich weiß nicht, ob das... Oh, ich glaube, ich habe gerade eine Falle ausgelöst. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist, dass die Skelette... Eben, jetzt kriegst du das genau. Dass die Skelette alle immer so schwach sind. Ich glaube, das habe ich schon mehr als einmal gesagt, aber... Oh, Totenbeschwörermeister. Oh. Also wenn er mich nicht trifft mit seinen hässlichen Eiszauern, ist er ja relativ harmlos, der Freund, aber... Oh! Die Tötungsanimation war neu. Die kannte ich noch gar nicht. Starb der Eis schon? Ach so. Gut, der konnte gar nicht richtig zaubern. Der war nur so ein Möchtegern-Zauberer. Die arcturische Häresie. Ach komm, ich habe schon lange kein Buch mehr vorgelesen. Ich mache es jetzt einfach mal. Die arcturische Häresie von Ismir Königsmacher, dem Unterkönig. Was ein Unterkönig. Nachdem sein Gott zerstört worden ist, fällt es Wulfhard schwer, seine Gestalt beizubehalten. Er stolpert aus dem Roten Berg hinaus auf das Schlachtfeld. Die Welt wurde erschüttert. Ganz Morrowind besteht aus Feuer. Eine starke Böe weht seine Asche zurück nach Himmelsrand. Wulfhard nimmt sodann die Nord an und wird von diesen angenommen. Als Ismir der graue Wind, Sturm von Kühne. Doch durch Lorkschand hat er seine nationale Identität verloren. Er braucht die Nord lediglich, um das Tribunal zu töten. Er entfesselt einen Sturm, sendet sein Volk aus und wird von der Truppe des Tribunals zurückgeschlagen. Die Dunmeer sind jetzt zu stark.
Wohlfahrt verbirgt sich im Untergrund, um zu warten, neue Kraft zu sammeln und seinen Körper neu zu formen. Eigentümlicherweise ist es allemal Nexia, die seine Ruhe stört. Sie ruft ihn, den Unterkönig, herbei, um an der Seite des Tribunals gegen Ada Sohm, Dirk Kamal, zu kämpfen. Den Akaviri-Dämonen Wulfhard verschwindet nach dem Sieg über Ada Sohm und kehrt 300 Jahre lang nicht zurück. Es ist das Grollen der Graubärte, das ihn weckt. Obwohl das Kaiserreich zerfallen ist, erzählt man, dass ich das ein Auserwählter kommen werde, um es wieder auferstehen zu lassen. Dieser neue Kaiser werde die Elfen bezwingend über ein vereinigtes Tamriel herrschen. Natürlich glaubt Wulfhard, er sei diese Lichtgestalt der Prophezeiung. Er begibt sich zugleich nach Hrothgar, um die Graubärte anzuhören. Als sie zu sprechen beginnen, zerfällt Ismir jedoch wieder zum Asche. Nicht er ist es, der Auserwählte, sondern ein junger Krieger aus Hochfeld. Als der graue Wind loszieht, um den Jungen zu suchen, hört er die Warnung der Graubärte. Denk an die Farbe des Verrats, König Wulfhard. Das westliche Reach befindet sich im Krieg. Kuli Kane, der König von Falkenring im Westcyrodiil, steckt in einer schwierigen Lage. Wenn er überhaupt eine Chance haben wollte, die koluvianischen Güter zu vereinigen, müsste er seine nördlichen Grenzen absichern, an dem die Norden die Bürger von Reach einander seit Jahrhunderten bekämpfen. Er verbündet sich in der Schlacht von Alt-Holdan mit Himmelsrand und seinen Streitkräften werden von Chalti Frühbart angeführt. Chalti stammt aus dem Inselkönigreich Alkea in Hochfels. Später wurde er zu Tiber Septim werden, dem ersten Kaiser von Tamriel. Chalti war ein gewiefter Taktiker. Seine kleine Schar aus koluvianischen Soldaten und Nordberserkern durchbrach die Linien der Bürger von Reach und trieb sie hinter die Tore von Alt-Holda zurück. Eine Belagerung schien unmöglich, da Chalti nicht mit Verstärkung aus Falkenring rechnen konnte. In jener Nacht zog ein Sturm über Chaltis Lager auf. Der Sturm drang in sein Zelt ein und sprach mit ihm. Bei Tagesanbruch marschierte Chalti dann vor die Tore, begleitet von dem Sturm, der dicht über sein Haupt wehte. Pfeile konnten die Winde, die ihn umgaben, nicht durchdringen. Er brüllte die Wände von Alt-Holda nieder und seine Männer stürmten hinein. Nach ihrem Sieg wurde Chalti von den Nord Talos genannt, oder auch Sturmkrone. Mithilfe seines neuen unbesiegbaren Generals vereinigte Kulikin West Kyrodiil in weniger als einem Jahr. Niemand kann Chaltis Stürmen trotzen, doch der Unterkönig weiß, wenn Chalti Kaiser von Tamriel werden will, muss er zuerst das östliche Landesinnere erobern. Chalti nutzt sie beide aus. Er braucht Kuliken der kolvianischen Besitzungen, wo man Fremdlinge nicht traut. Es ist offensichtlich, weshalb er Ismir benötigt. Sie marschieren ostwärts, die Kampfmagier geben sich an Armeen und sie nehmen die Zitadelle ein. Ehe Kulikin gekrönt worden werden kann, ermordet Chalti ihn und seinen loyalen Anhänger. Die Schuld für diese Morde gibt man den Feinden von Kulikain, die aus politischen Gründen immer noch im westlichen Reach vermutet werden. Zurin Arctus, der kaiserliche Kampfmagier, nicht der Unterkönig, krönt Chalti dann zu Tiber Septim, dem neuen Kaiser von ganz Cyrodiil. Als er den kaiserlichen Thron erklommen hat, stellt Tiber Septim fest, dass die Verwaltung eines vereinigten Cyrodiils sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Er schickt den Unterkönig auf, dass dieser sich um die Auswirkungen des Kaiserreichs auf Himmelsrand und Hochplätze kümmern möge. Ismir möge vermeiden, dass es so aussieht, als sei Tiber Septim an zwei Orten gleichzeitig und zieht deshalb seine Fäden im Hintergrund. Diese Epoche der nüchternen Staatsmannschaft und Diplomatie, diese plötzliche Stille, die man so aus den wilden Erzählungen der talischen Eroberung nicht kennt, werden später vertuscht. Die Geschichte von der Ermordung wurde etwas ausgeschmückt. Heutzutage ist es oft Talos eigener Hals, der aufgeschlitzt wurde. Die Königreiche der Menschen fallen selbst Hammerfell, dessen Eroberung als schwierige Aufgabe gegolten hatte. Der Unterkönig hatte gerne eine vollständige Invasion, um die Chancen zu erhalten, selbst gegen die fremden Windgeister zu kämpfen. Doch Tiber Septim lehnt dies ab. Er hat bereits andere Pläne, die seine Herrschaft legitimieren sollen. Cyrodiil unterstützt die unterlegene Partei eines Bürgerkriegs und wird ins Kaiserreich eingeladen. Endlich kann es sich nun mit den Elfen befassen. Der Unterkönig versucht, Tiber Septim weiterhin von der Notwendigkeit zu überzeugen, Morrowind zu erobern. Der Kaiser ist sich nicht sicher, ob das klug wäre. Er hat von der Macht des Tribunals gehört. Der Unterkönig strebt nach Rache und erinnert Tiber Septim daran, dass es sein Schicksal sei, die Elfen zu bezwingen und auch das Tribunal. Arctus rät davon ab, doch Septim hat es auf das Ebenmeer zu Morrowind abgesehen, da er dringend eine Geldquelle braucht, um Cyrodiil nach 400 Jahren Krieg wieder aufzubauen. Der Unterkönig erzählt ihm, dass er, wenn das Tribunal erst vernichtet sei, die Macht des Tribunals stehlen und gegen die Hochelfen einsetzen könnte. Gewiss die ältesten Feinde von Lorkshan, älter noch als das Tribunal. Die Somerset-Inseln haben für Tiber Septim ganz gewiss keine Priorität. Zu diesem Zeitpunkt plant er vielmehr, Zurin Arctus zum König von Alinor zu schicken, um Frieden zu schließen. Doch die Gier nach Ebenerz gewinnt am Ende die Oberhand. Das Kaiserreich fällt in Morrowind ein und das Tribunal gibt auf. Da der Waffenstillstandsvertrag jedoch nicht nur eine Nicht-Einmischklausel in Belangen des Tribunals enthält, sondern in Augen des Unterkönigs auch eine Anerkennung ihrer religiösen Überzeugung darstellt, ist Ismir außer sich vor Wut. Er wendet sich komplett vom Kaiserreich ab. Dies war der Verrat, von dem die Graubärte gesprochen hatten. Zumindest denkt er das. Ohne die Macht des Unterkönigs gibt er sich nicht mehr der Illusion hin, Tamriel erobern zu können. Es wäre schön gewesen, denkt sich Septim, aber kümmern wird uns fürs Erste um Cyrodiil und die menschliche Nation. In Hammerfell ist bereits eine Rebellion ausgebrochen.
Doch es taucht immer mehr Numidium-Stücke auf. Tiber Septim, auf denen die Zwerge eine große Faszination ausüben, lässt Saurin Arctus dieses prächtige Artefakt untersuchen. Dabei stößt Arctus auf einen der Erzählungen über den Krieg am Roten Berg. Er findet heraus, weshalb das Numidium geschaffen wurde und beginnt zu ahnen, welche Macht ihm innewohnt. Vor allem aber erfährt er, welche Rolle der Unterkönig in diesem Krieg gespielt hat. Doch Zaurin Arctus kann sich bei seiner Studie nur auf unvollständige Pläne stützen. Er glaubt, das Herz von Lorkshan sei erforderlich, um das Numidium zu aktivieren. Während Zudin Arctus ihm von seiner Entdeckung vorschwärmt, wird Tiber Septim endlich klar, was die Prophezeiung bedeutet. Er braucht dieses Numidium, um die Welt zu erobern. Es ist sein Schicksal, es zu besitzen. Er kontaktiert den Unterkönig und sagt ihm, er habe die ganze Zeit recht gehabt. Sie sollten das Tribunal vernichten. Man müsse sich nun treffen und einen Plan ausarbeiten. Als der Unterkönig fort war, habe er die wahre Gefahr erkannt, die von Dagot Ur ausgeht. Er müsse etwas getan werden, doch dafür braucht er eine Armee. Und seine Alte stehen nun wieder zur Verfügung. Die Falle ist gestellt. Der Unterkönig tritt ein und gerät in den Hinterhalt der kaiserlichen Leibgarde. Als er gegen sie kämpft, setzt Zurin Arctus einen Seelenstein gegen ein. Mit seinem letzten Atemzug brüllt das Herz des Unterkönigs ein Loch durch die Brust des Kampfmagers. Am Ende sind sie alle tot. Der Unterkönig ist wieder zur Asche geworden und Tiber Septim spaziert herein, um den Seelenstein an sich zu nehmen. Als er den Ältestenrat eintrifft, erzählt er von einem zweiten Attentat auf ihn. Diesmal sei es von seinem getreuen Kampfmagier Zurin Arctus verübt worden, der einen Coup plante. Er lässt die toten Gardisten als Helden feiern, selbst den, der zur Asche zerfallen ist. Er warnt Cyrodiil vor der Gefahr von innen, fügt jedoch hinzu, dass er eine Lösung für die Gefahr von außen habe. Das Mantella. Das Numidium ist zwar nicht der Gott, den Tiber Septim und die Wärmer sich erhofft hatten, der Unterkönig ist schließlich nicht Lorkshan, doch es erfüllt seine Aufgabe. Nachdem es mit den Somerset-Inseln fertig ist, erscheint eine neue Gefahr. Eine verfaulene, untoter Zauberer, der über die Kräfte des Himmels befiehlt. Er bläst das Numidium auseinander, doch mit seiner letzten Zuckung stampft es ihn in den Boden, sodass nur noch ein schwarzer Fleck übrig bleibt. Das Mantella fällt ins Meer und ist scheinbar für immer verloren. In der Zwischenzeit krönt Tiber Septim sich selbst zum ersten Kaiser von Tamriel. Er lebt bis ins hohe Alter von 108 Jahren und wird zum reichsten Mann, den es je gegeben hat. Die Geschichte der frühen Jahre seiner Herrschaft wird umgeschrieben. Dennoch gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, was wirklich geschehen ist, und deshalb werden gewisse Fragen auch so kontrovers diskutiert. Darunter: Wieso behauptet Alcaer von sich, den Geburtsort von Talos zu sein, wo er doch den anderen Quellen zufolge aus Admora stammt? Wieso scheint Tiber Septim nach seinen ersten Eroberungsfeldzügen ein anderer geworden zu sein? Wieso verrät Tiber Septim seinen Kampfmagier? Ist das Mantella das Herz des Kampfmagiers oder ist es das Herz von Tiber Septim? Nach Tiber Septims Tod besteigt sein Enkelsohn Pelagius der Erste den Thron. Doch Pelagius ist einfach nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ehrlich gesagt machen ihn diese ganzen Provinzen etwas nervös. Dann taucht ein Berater auf. »Ich war ein Freund eures Großvaters«, sagt der Unterkönig. »Er schickt mich, um euch zu helfen, das Kaiserreich zu regieren.« Oh, Ende. Alter, was ist das für ein langes Buch gewesen? Das war echt lang. Das hätte ich jetzt nicht so geahnt. Also ich hab jetzt mit so einem mittellangen Buch gerechnet. Oh, das war gerade heftig lang. Die arthurische Häresie war das, ne? Und wie kommt mir die Geschichte zwar bekannt vor, aber auch wiederum nicht. Ich glaube, damit habe ich gerade den letzten Viewer auch verscheucht. Guck mal, Zwergen durch Schwundes. Kann ich entzaubern, mach ich doch direkt mal. Nein, meinen Ehering entzauber ich nicht, auch wenn er einen Effekt hat, den ich noch gar nicht habe. Nicht mein Ehering.